Yo, hey, ho. Was geschieht, ey? Was geht, ey? Da bin ich wieder mit Mafia. Trilogy. Definitiv Trilogy oder wie auch immer. Ja. Und ich bin immer noch auf dem Schiff. Alawal. In der Action eine erhöhte Position finden. Und das tue ich auch. Also ich kann mich erinnern, dass die Mission, glaube ich, recht schwer war. Alles täuscht. Ist halt schon zu lang her. Ja, also wie gesagt, gefallen tut mir das Spiel, es hat mir damals gefallen. Aber so die Story, ne? Also Grafik auf jeden Fall cool. Die Story ist halt jetzt nicht so, ne? So mitmachend. Haben wir halt schon gesehen. Aber wie gesagt, für jemanden, der sowas noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall cool. Ja, es ist schon nicht schlecht, ne? Auf jeden Fall. Es lohnt sich jetzt auf jeden Fall zu spielen. Hat er sich eingeschippert? Das sah so aus. Kein Wort mehr, Digga, kein Wort mehr. Ist mir alles schon zu viel. Tja, warum springt er jetzt nicht übers Ding? Über die Brüstung? Ganz einfach, weil... Wow. Wow, das hätte natürlich... Wie er drüber liegt. Wie er drüber liegt. Also, wow, schnell wieder zurück, weil wie gesagt, da kommen recht schnell viele, nein. Also, was ich sagen wollte, ne? Warum ich jetzt hier nicht einfach über die Brüstung springen oder springen kann oder warum ich nicht einfach ins Wasser kann, ist einfach der simple Grund, dass wir, dass viele Menschen, ne, also die meisten werden es ja wissen, aber dass viele Menschen das unterschätzen, dass das Wasser auch einfach pisskalt ist. Und dass wir dadurch sterben. Innerhalb von, ich sag jetzt mal vielleicht, 20 Minuten. Soll das ein Witz sein? Was zur Hölle? Oh, verdammt! Ja gut, ich denke, der macht mir jetzt nichts, oder? Oh, ich verschwinde von hier. Ja, und die Tür ist natürlich, ja, blockiert. Oh, der war weg wie der Blitz. So. Ja, haben wir ja schon gelesen gehabt, ne? Alles klärchen. Wir müssen aufpassen. Ja, das war wirklich Mist. Ja, ich habe ihn. Ja, schön, dass wir das immer alles so sehen, ne? Da hocken. Ja, der ist tot. Das habt ihr jetzt sehr gut erkannt.
Liebe Leute, warum kann ich nicht auf die Seite? Weil scheinbar sind die ja da unten irgendwo, ne? Aber ist okay. Ja, das Hin- und Her-Ziel, ne, ist ganz schön schwierig, weil es schwimmt recht. Ne, das Ziel schwimmt so ein bisschen. Man weiß immer nicht, wer es ist, ne? Gott, 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 die Energie schwindet. Ja, zeig mal, wo der Hammer hängt. Locker. Zerrenzle! Drauf auf die Kiste! Was glaubst du, was ich versuche? Puh, das war knapp. Hätte schlimmer kommen. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Er hat sogar mehr Hirn als seinen Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Gilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher.
Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Also Leute, die Mucke, ne? Die geben mir so auf die Nüsse. Das ist echter Wahnsinn. Das geht mir so auf die Nüsse. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das so veröffentlichen kann. Mhm. Genau nach dem habe ich gesucht. Servus. Immer noch hier? Ja, chill. Er schießt sich nicht selbst, da muss jemand nachhelfen. Nicht zu fassen, dass er am Zug vorbei ist, ich lass nach. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Reifi, was geht? Schau mal, die Karre, die ist ja wieder fast wie neu. Kann ich? Nein. Was würde wohl der Chef dazu sagen? Aber vorher will ich noch mal was gucken. Ich meine, das Motorrad war ja nicht cool. Moment mal. Kann ich den Chef so richtig und ihm die Karre ganz abnehmen? Seht ihr das, wie das vielleicht so ein wenig schwimmt? Ja, da bleibt noch voll der Abdruck drin, ne? Was ist denn da los? Also das war nicht immer so. Seht ihr das? Das ist ja komisch. Okay, klar. Also irgendwie ist das alles ein wenig komisch, ne? Ach, da ist er ja. Jawohl. Ja, irgendwie ist das Auto schon echt extrem hässlich, ne? Also so die Form. Aber es ist halt schon cool, ne? Siehst, ich sag ja, in jedem Auto, wo ich drin sitze, das darf ich dann sozusagen behalten. Ja gut, schauen wir uns mal kurz um. Locker, oder? Jetzt habe ich einen Chef-Sai-Karre sozusagen, ne? Und mit der Farbe ja mega geil. Und das andere Auto ist jetzt weg, oder wie? Wow. Übrigens, damals in dem ursprünglichen Teil gab es da auch keine Garage. Also da gab es keine Garage, wo du so die Autos hast parken können. Ja, es sieht echt hässlich aus, ne? Aber es fährt nicht schlecht, ne? Und es zieht gut ab. Oha. Ja, weil da war wieder Kopf gestanden, ne?
Moment. Oha, Moment. Dachte ich's mir doch. Das ist schon wieder. Ja, ja. Chill die life. Gut. Ja, aber komisch, das Bullenauto durfte nicht behalten, ne? Oder zum Beispiel dieses Rennauto, was ich da gerippt habe. Abgerippt. Schade, dass ich das nicht behalten durfte, ne? Ja, also irgendwas stimmt nicht, ne? Also das war nicht immer so. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Nur spazieren, Bruder, nur spazieren. Kann ich den vielleicht einfach wegknocken? So was von langweilig. Wird Zeit, dass mal was passiert. Locker wegknockt. Was? Was für ein Alarm ausgelöst, bitteschön. Das war doch der Masterplan. Nur spazieren. Was? Das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Wie er seine Karre überwachen lässt, ne? Ja. Ich muss da wahrscheinlich wirklich so ganz unschuldig da so ein wenig durch die Gegend eiern, oder? Und was haben wir da noch? Jawohl. Man muss halt wirklich ganz unauffällig durch die Gegend. Das war zu schnell.
wirklich ganz unauffällig und langsam durch die Gegend stapfen. Ja, das ist eigentlich schon zu schnell. Natürlich sehe ich zu. Ja, man will ja sein Feuerwerk immer sehen, ne? Das ist irgendwie so ein Ding, ne? Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Oh nein. Ja, bin noch dran. Oh nein. Oh Gott. Hey, warten Sie! Das hat gescheppert. Das hat ordentlich gescheppert, auf jeden Fall. Also das mit der Garage, ne? Ob es das jetzt im Originalteil auch gab, ich weiß es wirklich nicht mehr, ne? Aber ich glaub's nicht. Tom, alles klar? Ja, die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Ja. Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. War schon richtig, was er gemacht hat. Keine Unschuldigen. So viel einkassiert, ne? Gibt's vielleicht noch ein wenig Munition kurz vorher vielleicht noch einmal für mich? Nein, natürlich nicht. Gut, das war's schon. Das war er doch, oder? Ist mal ehrlich. Nein, war er nicht. Das sah jetzt genauso aus wie der. Oh wow. Es kann auf die Idee kommen, ne? Aufs Motorrad zu setzen.
Oh, wow. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist noch schwieriger als vorher. Nix außer Kontrolle. Mann! Was für ein Witz! Echt? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht schießen, ich kann nichts machen. Mann. Wahnsinn, das wird ja immer schwieriger. Sauber. Wir sollen jetzt hinterherfahren, bis der Sprit weg ist, oder was? Extrem schwer. Extrem schwer. Mann! Ey, das ist übel schwer, ne? Also ich bin ja vorhin... Also vor einigen Videos bin ich ja schon mit dem Motorrad gefahren. Da war das irgendwie nicht so schwer wie das jetzt, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt anders mache oder ob das Motorrad anders ist. Es schwimmt, es ist nur am Schwimmen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass ihr das seid. Mann! Ich höre mir nur Motorrad, Motorrad. Aber der vor mir, das ist okay, oder wie? Aber schau mal, wie schnell ich da rumbrettere. Das ist schon echt übel. Und Action! Ich würde mal sagen, der ist sowas von verreckt. Wahnsinn. Leute, die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich mache natürlich im nächsten Video weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen, Leute, reingehauen.